Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir sind mal wieder hier bei unserer Hütte rausgekommen. Ich bin leider gezwungen, die Musik komplett abzustellen, denn sonst habe ich öfter Probleme mit der GEMA und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ich habe auch schon wirklich landesweite Sperren für meine Videos deshalb bekommen. Und ja, das muss ich nicht mehr haben und deswegen habe ich mir gedacht, würde ich das in Zukunft eher nicht so halten. So. Dann würde ich sagen, ist mal wieder Zeit für die Kampagne, Leute. Und dafür steigen wir in unser schönes Autoline rein. Und sie kommen tatsächlich trotzdem. Ja, das darf nicht sein. Ich muss mal gerade nochmal in den Optionen schauen. Genau. Musiklautstärke muss auf 0 sein. Denn sonst bekomme ich Probleme. Ne, Songlautstärke, sorry. Die Musiklautstärke sollte schon ein bisschen oben sein. Machen wir 30, dann könnt ihr mich noch besser verstehen. Hier machen wir auch 30. So. Jetzt müsste das alles ganz gut laufen. So, er speichert noch. Aber jetzt geht's los. Auf zu unserer Hut. Ich wusste jetzt nicht, was da, ich weiß jetzt nicht, was da drauf stand gerade. So. Ach ja, und was ich auch noch gerne zeigen wollen würde, ist ja, manche wollen ja mal sehen, wie ich die Grafik einstelle. Also ich habe jetzt hier einfach mal alles oben. Gut, die Texturen könnte man auch auf Ultra machen und Anti-Aliasing auf mal 8. Und Grafikqualität habe ich hoch, hoch, hoch. Nirgends Ultra leider. Und hier können wir, glaube ich, aber auch hoch, auf hoch gehen. So. Hier auch nicht auf Ultra, aber hier. Ah, es ist schon ganz gut eigentlich. So. Wäre schon cool, wenn ich es auf Ultra spielen könnte. Aber das funktioniert mittlerweile leider auch nicht mehr auf meinem Rechner. Uiuiui. Was fahre ich denn heute zusammen? Nicht nur heute. So. Jetzt mal wieder weiter mit der Nebenmission. Ist ja auch mal wieder cool, zu sehen, wie es hier weitergeht. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Ah, okay. Hallo? Das Sturmgewehr. Wenn Sie was wissen wollen, hier runtergehen. Sie ruhig. Genau. Was sollen wir kaufen? Steht das hier irgendwo nochmal? Überlegen Sie nicht zu lange. 416. Schöner Tag, oder? Ja, wunderbar. Finden Sie sich zurecht? 416. Vollautomatisches Sturmgewehr. So. Dann haben wir zumindest das. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Alles klar, dann. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blum-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Auch
auch gut, ne? Oh, hier ist ein Lambo. Auf den habe ich gerade Bock. Raus! Ich hätte noch gerne so eine richtig schöne Garage, wo ich hier absteigen kann, so wie man es in GTA 5 ja auch bekommt. Ich will den jetzt nicht gleich zu Schrott fahren, ehrlich gesagt. Oh, da war aber auch gerade ein schönes Auto. Ja, fahr erst du. Ah, auch schön, ne? Aber unsere ist schöner. Was ist eigentlich im Wagen verstecken? Finde ich eigentlich ganz cool, haben sie eigentlich alles eingebaut. Von den Geräuschen her, vom Schlüssel umdrehen bis zum Motorstart. Ist eigentlich recht glaubhaft. Also die Karre fährt echt ziemlich schnell, ne? Also da habe ich schon meine Probleme, keinen Unfall zu bauen. So, dann, was haben wir hier? Ein Handyspiel. Wo sind die richtig schönen Missionen eigentlich? Die Nebenmissionen. Erinnerungen, da sollten wir vielleicht mal hin. Aber da sind wir gerade zu weit weg. Fixer Auftrag. Ja, das haben wir auch schon mal gemacht, glaube ich, ne? Das war doch mit diesen Autos, die man dann an... die man dann heil an... kommen lassen muss. So. Wir bringen dieses Auto jetzt auch mal heil an. Das heißt, man muss es nicht heil an. Also man muss es halt dahin bringen, wo es hingehört. So, jetzt da. Jetzt wird der Schub raus. Na, du Spacko. Jetzt habe ich Kratzer in meinem Lack, du Sackgesicht. Jetzt ist es auch schon egal, ne? Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steht. Eieiei. Sperrgebiet. Die haben es mir aber gerade gegeben, die Typen. Okay, ich muss wahrscheinlich aussteigen. Und mich auch noch gleichzeitig gut anstellen. Wenn du jetzt rauskommst, verspreche ich dir einen schnellen Tod. So. Nicht sein. Das Ding ist doch doppelt und dreifach gesichert, verdammt. Spacko. Mach es dir nicht unnötig. Oh oh.
Ich hoffe, ich bin... Los! Oh, danke! Vielen, vielen Dank! Ah, ich hab sie gerettet. Ich hab gar nichts getan! Oh, ne, ich hab sie natürlich nicht getroffen. So. Müssen wir doch zwei... Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Okay, da komme ich so nicht hoch. Das ist nicht persönlich, das weißt du doch. Ich wette, du wärst lieber nicht hergekommen. Da, hol dich. Pass auf, er hat eine Knarre. Wenn du jetzt rauskommst... Wir brauchen Deckung. Ich verschwinde mal lieber. Vergiss dich ein. Ach, ich will jetzt nicht den Zugangsgruppen mehr holen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Wenn du jetzt rauskommst, verspreche ich dir einen schnellen Tod. Hey, hör zu. Komm raus, wir machen einen Deal. Los, ich decke euch! Ja, er läuft hier rum! Weiter! Also, du kommst hier nicht mehr weg! Ich hab eine Möglichkeit! Oh. Ah! Schneid ihn ab! Oh! Viel verbunden! Oh! Oh! Müsste reichen, oder? So. Lage die fest! Los! Scheiße. Hier kommt Verstärkung. Oh Gott, nein. Gib doch einfach auf. Das ist nicht persönlich, das weißt du doch. Oh, wow. Bin ich ja hinter sicher? Ganz schlecht gezielt. Ich hab ne Möglichkeit. Worauf schießt denn der? So ein Spast. Ausgeschaltet. Waren das schon alle? Was ist los mit euch? CTOS. Kann man eigentlich auch so Kameras kaputt machen? Ne, die scheinen wohl zu wichtig zu sein für unser Leben. So, lass mal eindringen, Digga. Stimmt das schon? Oh, yeah.
suchen. Das sind so kleine Minispielchen. Aber die werden wir auch noch hinkriegen, glaube ich. Okay. Ja, wundervoll. What the fuck? Kommt da noch was Interessantes? Was war das? Das ist doch eine Privatwohnung. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Kein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. Ja, und ich hasse es jetzt auch. Also das ist ja nicht so wirklich gut, ne? Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse, ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. So, und ich glaube, jetzt sind wir erst so richtig involviert. Ne, da müssen wir es nicht nochmal rein. Das passt jetzt schon. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Oh mein Gott. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Sehr schön, sehr schön. Steigen wir mal in unseren nagelneuen Lambo. Und ich würde sagen, wir fahren in der nächsten Folge wieder mit diesem Lambo. Auch wenn er nicht mehr so lange hält, denke ich mal. Aber ich denke trotzdem, dass es ganz lustig werden in der nächsten Folge. Die übernimmt die Verantwortung für die Attacken auf das CTOS-Transitsystem. Züge erleben Störungen, zum Beispiel falsche Weichenstellungen, verpasste Haltestellen und wechselnde Geschwindigkeiten. Ich rede nun mit dem Verkehrsspezialisten Pete Gunnarsson. Mr. Gunnarsson, ist das System anfällig für Hackerangriffe? Unser Transitsystem ist sicher und zuverlässig. Diese Hacker sind nur ein paar gelangweilte Jugendliche. Wäre das System gehackt, wüsste ich davon. Danke. Die Polizei untersucht den Fall, sagt aber, dass man DedSec nicht ernst nehmen sollte. Na, das würde ich nicht sagen, Leute. Und ihr wisst das auch. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.